Aber es ist ein grundlegender Unterschied, ob ich in Beziehung gehe, damit du das an mir magst, was ich eigentlich nicht mag oder nicht so toll finde, oder wenn ich prinzipiell mit mir einverstanden bin und das mit dir teilen möchte. Viele gehen in Beziehung, damit sie glücklich sind. Das heißt eigentlich, ich bin nicht ganz, sondern ein bisschen weniger und gehe zu dir, damit du mich ein bisschen mehr machst. So. Damit habe ich aber automatisch so eine Form von Beziehung. Ja? Also das heißt, dann wäre Liebe oder sich in jemanden verlieben eigentlich die Hoffnung, dass der überall dort, wo ich mich nicht so mag, wo ich mich nicht so anerkenne, wo ich mich nicht so toll finde, der andere mich dafür mag, anerkennt und toll findet. Das heißt also dort, wo ich meinen weniger Selbstwert, wie sollst du für mich auffüllen, damit ich wieder darauf komme? Das ist sehr oft sozusagen der unbewusste Treiber für eine Beziehung. Das macht auch nichts, ja? Weil eigentlich in der Beziehung es so ist, dass ich sage, überall dort, wo ich da unten sitze, ist es ja sowieso meine Entwicklungsaufgabe, darauf zu kommen. Also dort, wo ich mich weniger wert finde oder weniger toll finde oder nicht so spannend, zu sagen, ja, wie kann ich dazu zu einem Selbstwert kommen, mich selbst annehmen, mich selbst akzeptieren. Dann komme ich nämlich zum eigentlichen Bild einer Beziehung, wo ich sage, wenn ich mit mir ganz bin, wenn ich mich annehme, wenn ich mit mir im Reinen bin, wenn ich mit mir okay bin, ja, dann kann ich all das, was ich bin, mit all dem, was du bist, teilen. Und dann ist es eine Beziehung auf Augenhöhe. Und wahrscheinlich arbeitet man sich da durch einige Lebensalter durch, angefangen, keine Ahnung, von 13 bis 14, wo man eben die diversesten Erfahrungen in Beziehung macht, bis halt dann, weil mit 97 man vielleicht da angekommen ist, oder irgendwann man natürlich sagt, okay, ich bin eigentlich ziemlich rund mit mir selbst und ich bin in Beziehung, um den, der ich bin oder das, was ich bin, letztendlich mein Glück mit dir zu teilen. Das ist eine andere Intention, um in Beziehung zu kommen. Es geht immer noch nicht immer. Es ist immer noch so, dass kaum kommt eine Krise, kommt schon etwas, was du dann doch anders machst, als ich gerne hätte, rutschen wir wieder runter und dann geht die Schaukel wieder los. Aber es ist ein grundlegender Unterschied, ob ich in Beziehung gehe, damit du das an mir magst, was ich eigentlich nicht mag oder nicht so toll finde, oder wenn ich prinzipiell mit mir einverstanden bin und das mit dir teilen möchte. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass ein Like da. Wenn du mehr antworten möchtest, dann abonniere den Kanal. Am genialsten wäre es, du lässt eine Anregung oder eine Frage in den Kommentaren, weil die können wir hier auf diesem Kanal dazu verwenden, noch weitere Videos zu produzieren und noch weitere Fragen zu beantworten.